Wir haben nun Material geholt und bauen uns zu unseren neuen IKEA-Stühlen einen neuen rustikalen Tisch. Dazu haben wir recht kräftiges, also 5 cm starkes Fichtenholz geholt, zwei Bretter, die sind, also die, das gesamte Brett war 6 Meter, habe ich in der Mitte durchsägen lassen. Der Tisch soll etwa 2,50 Meter lang werden und 1 Meter breit. Und dazu ist noch dieses Material, das soll für die Stuhlfüße sein, es ist 40 mm mal 60 mm soll die Füße geben und da werden wir noch das Zwischenmaterial, also waagrechtes Material unter der Tischplatte zur Verstärkung. Nun habe ich das Material entsprechend meinem Plan zugesägt bzw. mit der Flex abgeflext und auf das entsprechende Maß gebracht. Das da ist von oben mit den Maßen und das ist von der Seite. Also da 72 mit Materialstärke sind es dann 80 und so und Höhe in 62, außer 70 mit der Tischplatte kommen wir dann auf 75. Und hier habe ich die Teile von die oberen Querteile habe ich schon mit Löchern versehen, um nachher die Tischplatte von unten einfacher zu verschrauben, die Bretter für die Tischplatte. Nun habe ich eines von den Seitenteilen soweit fertig und das zweite Seitenteil wird geschweißt. Ich habe das Seitenteil mit Spanngurt und Schraubzwingen und allen möglichen Zwangsgeräten in Position, in der richtigen Position im Winkel festgezurrt. Und nun direkt auf, geht es weiter nach Plan, bis es fertig ist. So, damit die Leute auch sehen, dass ich speisen kann. Jetzt dieses ist der Tischrahmen, wenn ich mal kurz ausschalte, das Ding. Die oberen Metallschienen habe ich nur, damit die Konstruktion genau im Winkel ist. Und hier sind wieder die Löcher. Dieses Teil ist nachher oben und da werden die Schrauben für die Tischplatten befestigt. Hier ist mir eine schön gelungene Schweißnaht. Oder ziemlich gut. Ich bin halt nur Amateur und kein Profi. Ich habe das Elektroschweißen vor über 50 Jahren gelernt und nicht so viel gebraucht in der Zwischenzeit. Also, machen wir weiter. Da hätte auch so einen Spanngurt, damit alles ja genau in Position ist. Genau winkelrecht. Das fertige Tischuntergestell wird und wurde nun von allen Seiten mit dem Drahtbürsteneinsatz von der Bohrmaschine blank gemacht.
Nachdem das Gestell geschmirgelt war und noch mit Verdünnung abgewaschen, wird es nun mit der Sprühdose gespritzt. Das Ergebnis sieht eigentlich recht gut aus bis jetzt. Nun sind die Füße lackiert und nun kommt unten solche Plastikteile unten auf die Füße. Da drüben ist der vierte. Wird dann einfach reingeklopft. Da und dann hier. Bum bum. Und schon fertig. Die zwei Bretter habe ich nun probeweise im Wohnzimmer mal auf das Gestell gelegt. Aber wir brauchen aller Wahrscheinlichkeit ein drittes Brett, weil es in der Breite nicht ganz reicht. Ich habe da 32 und 36 in der Breite und so. Und also hier in der Mitte kommt noch ein Streifen raus, dass die Bretter ganz anstoßen, aber es muss noch was dazwischen, sonst reicht es nicht. Nachdem ich nun die Innenseiten der Bretter, die Waldkante entfernt habe, werden die Außenseiten nun von der groben Rinde gereinigt, so wie es meine Frau hier schon gemacht hat. Also die grobe Rinde ist weg und nun wird das noch geschliffen. Dann habe ich die drei Bretter schon auf einer Seite genau gesägt. Schade ist, dass das mittlere Brett ein bisschen gewölbt ist. Aber ich habe es jetzt mal drauf gespannt mit Spanngurte. Dann wird versucht von unten zu verschrauben und hier wird dann noch akkurat nach diesem Brett abgesägt, damit wir hundertprozentig klare Linie haben. Und dann wird noch von unten werden solche Schrauben eingedreht. 80 mm und also mit Metallrahmen sind 4 und Brett sind 5, sind 9, also Schraube 8 cm. Das war's mal fürs Erste. Die Tischplatte ist nun fertig geschliffen oder fast fertig. Da vorne muss noch ein bisschen, aber da drüben ist sie ziemlich fertig und muss dann noch gebeizt werden und irgendwelcher Acrylklarlack hat meine Frau vorgesehen. Hier ist sauber bündig abgesägt und hier am Rand ist die grobe Rinde entfernt, die liegt hier am Boden und das soll so bleiben. Ein paar Macken hat das Holz, aber das ist das lassen wir so, das ist so gewollt. Und hier auch die Rinde, die grobe Rinde entfernt, da liegt sie auf dem Boden. Und da müssen wir auch noch was machen, das ist ein bisschen tief. Aber sonst ist das wunderbar. Also nach Trocknung des Eichen-Wassergemisches haben wir noch mit Acryl behandelt. Kann man es lesen?
Acryl-Echo und so, die Oberfläche gestrichen zweimal und nun sieht der Tisch wunderbar aus. Und die Stühle haben wir auch schon mit dem bekandelt, aber noch nicht mit dem Acryl. Aber ich finde, der Tisch, der sieht spitze aus, wie in einer alten Burg oder in einem alten Schloss. Und also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Unsere Stühle, die müssen wir noch mit dem Farblos-Acryl behandeln. Unsere IKEA-Stühle, wo ich da auch noch schon ein Video habe. Und nun hat man den Tisch von allen Seiten. Und so sieht die Sache komplett aus. Im Gegenlicht sieht es nicht so gut aus, dann gucke ich nochmal von der anderen Richtung. So sieht es vielleicht schöner aus. So, das war die Sache mit dem Tisch. Tschüss! Eins habe ich noch vergessen zu sagen, die Materialkosten für das Metalluntergestell und die Bretter und lackierte Zeugs lagen bei etwa 120 Euro umgerechnet. Tschüss.